Wenn Sie Ihre Musik lieber als Dateien auf dem Computer haben, als diese jeweils von der CD in Ihr Projekt zu holen, dann zeige ich Ihnen, wie Sie so eine Bibliothek einrichten können. Ich zeige Ihnen dies mit Hilfe des Windows Media Players. Gehen Sie dafür auf das Start-Symbol und unter den Programmen finden Sie den Windows Media Player. Starten Sie diesen. Nun kann dieser bei Ihnen etwas anders aussehen. Grundsätzlich funktioniert er aber ähnlich. Als erstes gehen Sie am besten auf Organisieren und wählen in diesem Ausklappmenü Optionen. Und hier unter dem Register Musik kopieren stelle ich nun zuerst die Grundeinstellungen ein. Im obersten Bereich können Sie den Speicherort für Ihre Musik angeben. Das ist in der Regel die eigene Musik. Dies können Sie auch so belassen. Wenn Sie jedoch dies lieber auf einer anderen Festplatte haben wollen, können Sie dies ändern, indem Sie hier auf diesen Knopf klicken. Die Einstellungen darunter zu. Hier können Sie das Format eingeben der erstellten Datei. Und zwar, wenn Sie hier auf das Ausklappmenü klicken, haben Sie hier eine Auswahl. Ich würde Ihnen empfehlen, entweder MP3 zu wählen oder WAV. In der Regel genügt die Qualität von MP3 völlig aus und die Dateigröße wird einiges kleiner. Im unteren Bereich können Sie dann noch auswählen, ob die CD automatisch kopiert werden soll und ob die CD nach dem Kopieren ausgeworfen werden soll. Die Audioqualität, das genügt eigentlich, die 128 Kilobits. Das lassen Sie am besten so, wie es ist und klicken dann auf OK. Wenn Sie nun die CD eingelegt haben, können Sie jeweils mit einem Klick auf das CD-Symbol hier, diese CD heißt nun Unbekanntes Album, hier steht je nachdem gerade der Titel der CD. Wenn Sie draufklicken, dann sehen Sie im rechten Bereich die Auflistung jedes Liedes mit einem Haken. Sie können alle miteinander deaktivieren oder aktivieren. Ich wähle hier nun nur zwei Lieder aus für dieses Beispiel. Alle Lieder mit einem Haken werden nun anschließend auf den Computer übertragen. In den meisten Fällen macht es Sinn, gleich die ganze CD auf den Computer zu kopieren. Falls Sie sich nicht entscheiden können oder die Lieder nicht so gut kennen, können Sie mit einem Klick auf das Lied und anschließend auf Play eine Vorschau hören. Wenn Sie sich entschieden haben für die Lieder oder das Lied, dann wählen Sie hier den Knopf CD kopieren. Anschließend fragt der Media Player, ob Sie einen Kopierschutz hinzufügen wollen oder ob Sie dies lassen wollen. Wählen Sie hier keinen Kopierschutz für Ihre Musik hinzufügen. Und hier müssen Sie den Haken nachsetzen, damit Sie anschließend auf OK klicken können. Nun werden die Musikstücke auf den Computer übertragen. Anschließend kommt hier noch eine Meldung. Klicken Sie hier auf OK und nun sind die Lieder bereits auf dem Computer gespeichert. Diese Lieder sind nun als Dateien unter eigene Musik abgespeichert. Ich zeige Ihnen dies, wenn Sie hier auf Start mit einem Rechtsklick und auf Windows Explorer gehen und anschließend unter den eigenen Dateien und eigene Musik gehen. Bei mir ist es hier gleich offen. Einem Doppelklick. Dann sehen Sie hier unbekannter Interpret und ein unbekanntes Album. Und hier drin sind nun die Dateien. Diese können nun per Doppelklick auch wieder abgespielt werden oder
im Videoschnittprogramm unter diesem Ordner geholt werden.